Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1Live. 0800 220 50 50. Liebe Leute, ich freue mich, dass ihr da seid. Wir sind auch wieder da. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Offene und freie Themenrunde. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Mein erster Anruf heute Nacht heißt Peter. Hallo Domian. Hallo Peter. Peter ist 26, stimmt's? Richtig. Peter, was geht's? Also ich leide seit, seit 12, 13 Jahren an, sozusagen als Mann sozusagen noch, als Anorgasmie. An was? Anorgasmie. Anorgasmie? Richtig. Was ist das? Das heißt, ich bin unfähig, einen Orgasmus zu erreichen. Du hast in deinem Leben noch keinen Orgasmus erlebt? Ich sag mal, wenn so als kleiner Junge, jeder, der seinen Körper irgendwie entdeckt, hatte ich mal einen Orgasmus gehabt. Ja. Wo ich am zweiten, dritten Tag das mal ausprobieren wollte, klappte das nicht mehr. Und seitdem ich 13 bin, hatte ich keinen mehr gehabt. Ja. Das heißt, an Spaß, also Spaß habe ich schon an Sex und bereitet mir auch Lust, aber diese Gefühle, die dabei entstehen, bleiben bei mir einfach aus. Aber es kommt zur Erektion. Richtig, also körperlich ist bei mir alles in Ordnung. Kommt es auch zu einem Samenerguss irgendwann? Richtig. Das kommt es auch. Das aber, kommt es aber auch. Du empfindest nichts Besonderes, wenn der Samen... Es macht zwar Spaß und ist egal, mit welcher Partnerin ich das ausübe, diese Gefühle bleiben einfach aus. Also ist das Gefühl quasi gleichbleibend? Richtig, also es ist eine leichte Steigerung da bis zum Schluss. Ja. Aber dieser Höhepunkt bleibt aus. Den du dann ja schon einmal zumindest erlebt hast, richtig, und du kannst es vergleichen. Daran, ja, richtig. Ja. Ich kann mich daran erinnern. Du hast gerade dieses Fremdwort gebraucht. Ist das eine gängige Bezeichnung dafür? Also ich habe mich schon sehr lange Zeit damit beschäftigt, also im letzten Jahr eher gesagt, und da bin ich auch darauf gestoßen. Das heißt, das ist ein in der Medizin gängiger Begriff? Richtig, das heißt, es gibt natürlich Menschen, die schwierig zum Orgasmus kommen, aber wenn man die ganze Zeit keinen Orgasmus erreicht und nicht zum Höhepunkt kommt, dann spricht man ganz einfach von Anorgasmen. So, jetzt stellt sich mir gleich die Frage, hast du dich ärztlich komplett durchprüfen lassen? Nein, also ich habe sehr lange Zeit Angst davor gehabt, mich dem Problem zu stellen. Ja. Und erst seit einem Jahr habe ich mich, sage ich mal, damit beschäftigt. Und habe auch mit niemandem darüber gesprochen, weil das... Aber du hast immer wieder Partnerinnen? Richtig. Bist du auch im Moment in einer Beziehung? Zurzeit nicht, nein. Hast du deinen Partnerinnen das erzählt, dass ja. du kein... Ja, also das ist ja für... jede Frau ist irgendwie anders damit klargekommen. Ja, wahrscheinlich ist es auch schwierig für die Frauen. Richtig. Irgendwie kommen dann vielleicht auch so Gedanken, liegt das an mir... Dass die Frauen sich das so denken. Genau, und also dementsprechend hat auch, ich hatte auch eine lange Beziehung, die ging über 4,5 Jahre, die ich aber auch beendet habe, weil ich auch andere Probleme hatte in der Familie. Ja. Das heißt, ich bin auch zurzeit in therapeutischer Behandlung. Ja. Ich bin auch auf der Suche nach einem Sexualtherapeuten. Warum? Gibt es auch noch andere sexuelle Probleme? Nein, nur dieses. Nee. Nur dieses. Aber zurzeit bin ich in so einer Allgemeintherapie, weil ich auch früher als Kind immer schulische Ängste hatte. Das heißt, ich hatte immer Angst, zur Schule zu gehen. Ich habe auch deswegen meine Ausbildung abgebrochen, weil das alles wieder hochkam. Ich habe da eine Frage zu dem, zu dem gesamten Vorgang. Das heißt, wenn du in eine sexuelle Situation gerätst, dann bist du durchaus erregt. Ich bin erregt. Richtig. Und findest dann, wenn du mit einer Frau schläfst und sexuell aktiv bist, findest das währenddessen auch angenehm und schön. Richtig. Es gibt dann nur diesen absoluten Höhepunkt, nicht nochmal. Genau. Oder was heißt nochmal, den gibt es nicht. Da. Es ist zwar konstant schön. Aber diese Steigerung bleibt aus. Also das sind irgendwelche Synapsen, die dann und blockieren und ich da irgendwie. Und auch wenn du dich selbst befriedigst, geht's auch nicht. Geht's auch nicht, nein. Befriedigst du dich denn selbst? Also inzwischen habe ich es sein gelassen, weil mir es einfach keinen Spaß mehr macht. Verstehe, wozu und auch? Sex macht mir auch inzwischen keinen Spaß mehr. Also inzwischen bin ich so eine Phase, wo ich einfach keine Lust mehr drauf habe. Ab und zu klar macht. Also das Stichwort. Ja, das Stichwort Sexualtherapie ist natürlich interessant, aber ich würde vorher auch erstmal alles so klassisch Medizinisches abklären lassen. Das heißt, ein Besuch beim Urologen, vielleicht ja, auch. Das
Ja, unbedingt. Vielleicht auch, das müsstest du mit dem Urologen dann mal besprechen, vielleicht auch einen Besuch beim Neurologen. Keine Ahnung, welche Zusammenhänge es da vielleicht geben kann. Wenn organisch alles nachweislich in Ordnung ist, dann ist das natürlich vielleicht nur irgendeine Blockade im Kopf, die über... Das denke ich auch. Vielleicht, aber ich würde es auf jeden Fall erstmal abklären lassen beim Urologen. Da brauchst du auch keine Angst zu haben, das ist doch nicht schlimm. Ja, nee, aber wie gesagt, ich habe mich irgendwann auch damit abgefunden. Ich habe das normal gesehen. Mhm. Und wie gesagt, es ist schon seit 12, 13 Jahren so. Ja gut, du bist ein junger Mann von 26. Ja. Da ist das ja auch kein Zustand, letztendlich kein überhaupt kein Interesse an Sex zu haben. Ja. Und vor allen Dingen, wenn du das noch nie erlebt hättest, könnte man ja noch sagen, na gut, du weißt ja gar nicht, was du versäumst. Aber so ist das natürlich schon eine andere Geschichte. Das stimmt, ja. Was hat dich bisher davon abgehalten, zu einem Urologen zu gehen? Ich weiß nicht, also ich hatte mich irgendwie damit abgefunden gehabt und irgendwie habe ich das normal gesehen und weiß nicht, das Interesse hat irgendwann gefehlt, dachte ich mir, das ist halt so, ich bin halt so. Ja. Und ist es auch verbunden vielleicht mit einem, mit einem kleinen wenig Charme? Ich weiß es wirklich nicht. Also wenn ich zurückdenke, weiß ich echt nicht, warum ich damit nicht früher angefangen habe, mich da behandeln zu lassen. Ja, aber es ist halt jetzt okay, dass du es jetzt machst und wenn du jetzt erstmal alle Schienen fährst, was man machen könnte und sollte, dann ist es doch gut. Ja, das auf jeden Fall. Könnte mir auch vorstellen, dass es dir ganz gut tut, da so ganz offen mal drüber zu reden, wenn man das. Ja. Du hast es immer für dich behalten? Ich habe es immer für mich behalten. Auch meine Ängste und meine Probleme, die ich immer früher in der Vergangenheit hatte. Ich hatte mit niemandem darüber gesprochen, auch mit meinen Eltern. Ich habe alles zurückgesteckt. Aber du hattest gerade ja gesagt, dass du mit deinen Partnerinnen, du hattest denen das richtig, schon also gesagt. Mit der Partnerin schon richtig, aber nur über meine sexuellen Probleme. Mhm. Sonst mit einem Freund oder so noch gar nichts? Nee, gar nicht. Nee. Mhm. Du bist jetzt im Moment auch schon in einer Therapie. Richtig. Hast du es da schon mal erzählt? Ja klar, also ich habe es auf jeden Fall komplett alles erzählt. Ja. Nur, das ist ein Allgemeintherapeut, der kann mir auch nicht da weiter viel helfen. Ja. Und ich finde, dass wir uns irgendwie im Kreis drehen. Dass ich manchmal mit Zählen bin und er gibt mir gute Tipps und Rat, aber weiter komme ich dann nicht. Verstehe. Peter, lass es medizinisch erstmal abklären. Geh zu einem Urologen deines Vertrauens oder den, von dem du gehört hast, dass der ganz, ganz nett ist und gut ist und dann erzähl dem das erstmal. Ja. Vielleicht wird der mit seinem Fachhintergrund ja schon eine Idee haben oder vielleicht hat er auch eine Möglichkeit, dich weiter zu verweisen an jemanden, den er dafür zuständig sieht und so weiter. Das ist eine gute Möglichkeit, ja. Unbedingt würde ich machen, damit du dann endlich auch richtig guten Sex erleben kannst. Ja, wie gesagt, so langsam habe ich wirklich Schnauze voll und ja, klar. Das muss irgendwie gelöst werden. Ja, finde ich auch. Das ist eine Blockade, die mich eigentlich jeden Tag beschäftigt. Also es gibt keinen Tag, wo ich nicht daran denke. Mhm. Und das belastet mich auch ziemlich. Ne? Ja, glaube ich. Also zum Arzt, erster Schritt. Und dann vielleicht, du kannst ja mit dem Urologen auch darüber sprechen, über die Sexualtherapie, mal sehen, was der meint. Auf jeden Fall musst du jetzt viele Sachen anleiern. Ja, auf jeden Fall. Viel Glück und alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer, falls ihr uns hier erreichen wollt, dann wählt bitte diese Nummer, die ist kostenfrei, für euch natürlich, oder mailt uns domian@wdr.de und in eure Mail bitte eure Telefonnummer reinschreiben. So, jetzt geht's weiter mit dem Michael. Michael ist 23, hallo Michael. Hallo Domian. Michael, schön, dass du da bist. Ja, bei mir geht's um was ganz, ganz anderes. Und zwar habe ich heute Deutschland sucht den Superstar geguckt. Man sehe es mir nach. Ich weiß nicht, ob du schon ahnst, warum ich anrufe. Ja, ich habe es nicht gesehen, aber man hat es mir schon erzählt. Aber vielleicht erzählst du es unseren Zuschauern auch noch und Zuhörern, die das nicht mitbekommen haben. Ja, also ich meine, da gab es halt einen Kandidaten, den Dominik hieß er. Und der hat da halt vor Bohlen und Co. seine Performance vorgetragen. Und das gefiel den Herren alles gar nicht so gut. Und dann er ist niedergemacht worden. Bitte? Er ist niedergemacht worden. Ja, ja, richtig, ja, genau. Ja. Aber das ist man ja gewöhnt von diesem Format. Ja. Aber darüber hinaus wurde dann, als dieser junge Mann sich dann verabschiedet, wurde ein Video eingespielt. Mhm. Und das war ein Mitschnitt deiner Sendung, wo er wohl an dem Abend, an dem er, an dem dieses Casting war, das ist ja eine Ausstrahlung, eine Wiederholung im Prinzip, wo er bei dir angerufen hatte und sich ausgeheult hatte, mal so salopp gesagt. Und da gibt es jetzt mehrere Punkte, die mich da so ein bisschen verwundert haben. Also erstmal stelle ich mir überhaupt erstmal die Frage, wie kam das, dass RTL dieses Videomaterial bekam? Darüber hinaus war das Ganze ja so zusammengeschnitten, dass der Zuschauer ja den Eindruck bekam, du hättest in dem Moment, in dem er angefangen hat zu singen, sofort aufgelegt. Mhm. Ich meine, das konnte man jetzt erkennen, dass das geschnitten war, aber... Also, ich finde sehr gut, dass du angerufen hast dazu. Ich hätte mich nämlich sonst auch dazu noch geäußert. Ja, also ich muss direkt vorweg sagen,
bei allem Lob, was du völlig zu Recht für deine Sendung erntest, finde ich, sollte man sich einfach auch dann von sowas einfach distanzieren, weil ich meine, diese ganze Sendung baut auf einer Vertrauensbasis auf und das Ganze wirkt ja ein bisschen, als wenn ich irgendeinem guten Freund irgendwas Intimes erzähle und der das am nächsten Tag an die Bild-Zeitung verkauft. Bin ich absolut deiner Meinung, Michael. Und wir waren, als ich das vorhin hier in der Redaktion gehört habe, auch alle entsetzt. Ich weiß nicht, wie RTL an das Filmmaterial gekommen ist. Wir haben es nicht herausgegeben. Und wir würden es auch nicht an RTL für solche Zwecke herausgeben. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin, und so wie es dann geschnitten wurde, finde ich das auch absolut nicht in Ordnung, weil es sah wohl offensichtlich wirklich so aus, als hätte ich den Gesang von Dominik so schrecklich gefunden, dass ich einfach aufgelegt habe. Ja, also ich muss dazu sagen, ich habe an dem entsprechenden Abend habe ich die Sendung nicht gehört und ich habe dann, Internet macht's möglich, mir das Video auf YouTube nochmal angeguckt von dem Abend, also sprich das Originalgespräch, was da irgendwie über 9 Minuten ging, wo ja dann am Ende auch noch ganz andere Probleme zum Tragen kamen. Und ja, genau, das wurde halt dann in der Sendung sehr stark zusammengekürzt. Ja, also wie gesagt, die Kollegen von RTL haben sich das irgendwo besorgt. Irgendwo aus dem Netz vermute ich. Ich habe keine Ahnung. Von uns haben sie es nicht. Es gab keine Anfrage an uns. Es gab auch kein grünes Licht von uns, ob wir damit einverstanden sind, dass das gesendet wird. Okay, gut. Also dann kann man sich also weiterhin darauf verlassen, dass Gespräche, die in diesem mehr oder weniger anonymen Rahmen geführt werden, dass die auch einfach so behandelt werden. Ja, was in unserer Macht steht. Aber das ist eine Sendung, die geht raus und was die Leute dann damit machen, wer das aufnimmt und wohin das wieder weitergegeben wird, das können wir ja leider nicht mehr kontrollieren. Aber hier, was in unserer Macht steht, ist alles dicht, geht nichts raus. Alles klar, gut. Also dann ist es wichtig, dass es doch mal klargestellt wurde. Ja. Zumal das hat in dem Moment nicht nur mich schockiert, sondern auch alle anderen, die das da gesehen haben. Das glaube ich, das glaube ich. Insofern gut, dass du angerufen hast, aber wie gesagt, ich hätte es auch hier noch geklärt. Ja, dann fordert mal RTL zu einer entsprechenden Stellungnahme auf, weil... Ich vermute mal, dass das rechtlich nicht anzufechten ist, aber wir werden mal überlegen, was wir machen, aber gesendet ist gesendet, so ist es ja meistens und es ist dann ärgerlich, aber wir haben es klargestellt, dass es nicht von uns kommt. Alles klar, dann weiterhin viel Erfolg mit der Sendung und Dankeschön. Jetzt dann wieder nur noch Lob, hoffentlich. Michael, vielen Dank für den Anruf, alles Gute. Ja. Tschüss. Ihr Lieben, offene Sendung heute Nacht. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Die Katja ist hier und Katja ist 37. Hallo Katja. Hallo, schönen guten Abend. Hallo Katja. Guten Morgen. Ja. Hallöchen. Um was geht's denn? Ja, eigentlich gehöre ich in die Sendung von gestern rein und da bin ich auf die Idee gekommen, überhaupt anzurufen. Ja. Und zwar geht es bei mir darum, dass ich ein echtes Problem habe, Essgeräusche zu ertragen. Essgeräusche zu ertragen? Mhm. Von anderen Menschen? Bitte? Von anderen Menschen oder von dir selbst? Alles. Alles? Generell. Auch von dir selbst? Wenn du wenn du einen Apfel kaust, das gibt ja Geräusche. Ja, Apfel geht gar nicht. Wenn ich jetzt hier, leider habe ich keinen Apfel dabei, wenn ich jetzt einen Apfel essen würde, wäre das für dich die Folter. Ich würde dich auflegen, tut mir leid. Ja. Ehrlich? Ja. Auch wenn du ihn selbst isst? Ja, kann ich nicht. Es hätte ja sein können, dass es dir besonders unangenehm ist bei anderen Menschen. Nein, generell. Welche Geräusche sind besonders schlimm? Also den Apfel haben wir jetzt schon gehört. Okay, also Apfel ist ganz schlimm. Natürlich, das ist jetzt, glaube ich, aber eine allgemeine gesellschaftliche Angelegenheit, ist, wenn geschmatzt wird. Ja gut. Das möchte keiner. Mag ich auch nicht so gerne. Ja. Aber selbst wenn... Eine Möhre! Ja, ganz furchtbar. Habe ich leider auch keinen Hirn. Aber selbst wenn das, ohne dass es kracht und Riesenexplosionen verursacht, dieses Geräusch, wenn jemand isst, ist für mich unerträglich. Und wenn jemand so einen kräftigen Schluck Bier nimmt und das so, man das gluckert so? Ich traue mich gar nicht, jetzt runterzuschlucken, wo ich mit dir spreche. Bitte? Ich traue gar nicht, jetzt irgendwie zu trinken, während ich mit dir spreche. Oder zu schlucken. Ich bin dran gewöhnt. Also ich lebe damit schon seitdem ich denken kann. Also von daher, ich muss mich ja auch mit der Gesellschaft arrangieren. Also wie ist das, wenn du ein Schluckgeräusch laut hörst? Ein Schluckgeräusch geht, aber Essen ist das Schlimmste. Ein echtes Problem. Und das hast du schon immer gehabt?
Ja. Als Kind auch schon, dass der als so unangenehm. Als Kind auch schon, ja. Ach. Ja, aber das stellt dich doch persönlich auch vor große Schwierigkeiten, wenn du mal Lust auf einen Apfel hast. Ich habe keine große Lust auf Äpfel, das ist mir wirklich schon bei Zeiten vergangen. Ach, wegen des Geräusches? Ja, nehme ich an, kann sein. Das heißt, du isst nie so rohe Sachen, also wo es knacken könnte? Ungern. Du isst am liebsten Kartoffelpüree? Ja. Oder Suppen? Okay. Aber das eigentliche Problem ist jetzt nicht, dass meine Geräusche mich jetzt so, sagen wir mal, dass mein Leben so beeinflusst, sondern tatsächlich eben der andere Leute. Das Geräusch der anderen. Mhm. Ja. Also gibt es da schon einen graduellen Unterschied? Die von natürlich gibt es einen Unterschied. Es ist erst über die, also ich bin jetzt 37 Jahre alt, und ich sag mal so, seit den letzten 10 Jahren ist es so, dass es mich auch schon bei mir stört. Also das kam nachträglich. Bist du verheiratet? Bitte? Bist du verheiratet? Oder hast nein, du einen, nein, nein, nein. Du lebst alleine? Und ich lebe auch alleine. Aber du hattest sicher mal eine Beziehung irgendwann in deinem Leben? Sicherlich, ja, hatte ich, ja. Wie war denn das da? Weil jeder Mensch... Furchtbar. Mhm. Kinder hast du keine? Nein. Interessant wäre das, ob du bei deinem eigenen Kind das auch unangenehm fändest. Das ist völlig hypothetisch. Mhm. Wahrscheinlich ja. Ja. Dann kannst du doch auch gar nicht so entspannt mal mit jemandem essen gehen. Nein. Nur im Restaurant, wo, sagen wir, die Nebengeräusche einigermaßen, sagen wir mal, übertönen sind. Mhm. Mhm. Aber es ist ja nicht nur das Essgeräusch an sich, es ist auch das Essverhalten. Und ich bin da ganz, ganz, wie soll ich sagen, was meinst du? Zwangsgesteuert? Ja, vielleicht, sicher ist das vielleicht auch irgendeine Zwangsneurose. So etwas. Neurose, soweit würde ich gar nicht ja, gehen, vielleicht nicht aber so weit, ich achte ja. da eben wie Teufel drauf. Ja. Was meinst du mit Essverhalten? Was stört dich, wenn jemand was macht? Ach naja, wir sagen mal so, wie soll ich das beschreiben? Wenn jemand mit dem Ellenbogen auf dem Tisch sitzt und im Rundschlag sich irgendwas reinschaufelt, dann muss ich leider weggehen. So schlimm? Ja. Weil das sich, dir wird nicht schlecht, sondern nicht provoziert. Nein, ich muss dann weg. Du musst weg? Du hältst das nicht aus dann? Nein, ich halte das nicht aus. Also je vornehmer jemand ist, desto angenehmer für dich? De facto ja, aber ja. das Geräusch bleibt natürlich bestehen. Also, wie soll ich sagen, es beeinflusst schon mein Leben, ne? Mhm. Also wissen das deine engeren Freunde? Ja, alle wissen das. Das nur es ist wahrscheinlich so eine Marotte, die nicht gesellschaftsfähig oder nicht bekannt ist oder was. Nee. Oder, die wird auch nicht ernst genommen in dem Sinne. Kriegst du noch Einladungen? Auch Katja, komm mal zu uns zum Essen. Ja, ich gehe ja nicht her ich gehe nicht her und sag, hört mal, wir essen hier aber du ess nicht so laut. Aber du gehst dann nicht so ganz gerne dahin. Du bist froh, wenn das Essen vorbei ist. Ganz recht. Könnte ich mir vorstellen. Ganz recht. Aha. Also Familienessen sind für mich, sagen wir mal, eine sehr anstrengende Angelegenheit. Woher rührt das? Hast du eine Idee? Bitte? Woher das rührt? Hast du eine Idee? Sagen wir mal so, die Ironie ist, ich habe eine fast gehörlose Schwester. Die würde sich wahrscheinlich einen Arm abhacken, um einmal irgendwie was normal hören zu können. Also sie ist hochgradig schwerhörig und also fast an der Grenze der Gehörlosigkeit. Und aber du hast keine Idee, warum das bei dir so ist? Nee, weiß ich nicht. Möglicherweise hat's damit zu tun, dass wir früher, als ich Kind war, dass ich morgens, ich bin nun mal kein Frühaufsteher und ich schon mal bin ich überhaupt kein Frühstücksesser. Vielleicht rührt es daher, dass ich als Kind an den Frühstückstisch gezwungen wurde und dann knusprige Toastscheiben ertragen musste. Ich habe keine Ahnung, ich weiß genau. nicht. Genau, Toast, Zwieback, Kekse müssen auch für dich gerade. Ach, na. So richtig. Ich mag gar nicht drüber nachdenken. Ja. Und dann hat sich das eingeschlichen, wie du gerade gesagt hast, dass es dann auch anfing, dir unangenehm zu sein bei deinen eigenen Geräuschen. Das war ganz früher nicht so. Nein, das war ganz früher nicht so, nein. Wobei ich allerdings sagen muss, also es ist jetzt nicht so, dass ich mir das Essen verweigere aufgrund meiner Geräusche. Es ist nur aber so, dass ich... Aber du suchst schon gezielt aus Sachen, die keine Geräusche verursachen, oder? Nein, nicht bei meinem... Nee, so ist es nicht.
Also du isst gerne auch schon, isst du gern schon mal ein Plätzchen? Nein, selten. Weil es dir nicht schmeckt oder weil es knackt? Weil es knackt. Achso. Da haben wir es doch. Okay. Nein, aber was ich eigentlich, dass das eigentliche Schlimme ist an der ganzen Angelegenheit, dass ich sehr schwer mit normalen Lebendgeräuschen von meiner Umwelt klarkomme. Mhm. Sodass ich mich eigentlich isoliere. Also das ist schon, finde ich, so ein Tatbestand, wo ich so sagen würde, ist schon grenzwertig oder das ist eigentlich behandlungsbedürftig. Weil die Gefahr besteht ja schon, dass sich das isoliert. Es tut's. Mhm, ganz schlicht und einfach. Was machst du vom Beruf? Ich bin Sekretärin. Ja. Im Moment. Also das ist jetzt ein Job, den ich mache und das ist. Ja. Hast du dir mal überlegt, dich deshalb mal in Behandlung zu begeben? Sagen wir mal so, ich war vor vielen langen Jahren, also das ist jetzt fast 20 Jahre her, war ich mal in Behandlung aufgrund einer anderen Geschichte. Und da habe ich das auch erwähnt, aber das wurde ignoriert. Ja, dann warst du bei der falschen Adresse. Möglich. Das ist. Denn das ist eigentlich, wenn du da zu jemandem hinkommst und dem das gleich so klar erzählst, und du hast es ja gut erzählt und plastisch, wie du es mir erzählt hast, muss ein guter Therapeut darauf anspringen und sich damit beschäftigen. Ich würde das mal überlegen. Ich würde es wirklich mal überlegen. Vielleicht, wenn irgendwie entwickelt sich die ganze Sache ja irgendwie immer negativer, wenn es jetzt bei dir auch schon so schlimm ist und du sagst auch überhaupt so die Lebendgeräusche von Menschen, das ist ja schlimm. Du bist ja 37, wenn du mal irgendwann 67 bist, sitzt du ganz alleine in deiner Wohnung und erträgst überhaupt nichts mehr. Ja, das die Perspektive ist... Nicht schön. Nee. Nicht schön, aber Ich möchte dir ein Gespräch mit Anja anbieten, meiner Psychologin. Okay. Kann dir nicht schaden. Erstmal. Vielen Dank. Ne, dann kannst du erstmal dir das anhören und vielleicht, sie wird dir sicher einige Adressen an die Hand geben und dann kannst du initiativ werden, wenn du es für richtig hältst. Ich würde es machen an deiner Stelle. Du hast nichts zu verlieren. Ja. Es kann höchstens passieren, dass du auf einen Therapeuten stößt, mit dem du nichts anfangen kannst. Na gut, dann gehst du zu einem anderen. Okay, ja, ich möchte jetzt hier keine Therapeutenwanderung machen. Natürlich nicht, aber... Ich bin auch nur drauf gekommen, weil sie gestern halt diese spezielle Sendung hatten. Genau, gestern hatten wir das Thema. Genau. Und da habe ich gedacht, vielleicht wäre es da mal eine gute Gelegenheit. Fand ich interessant, was du erzählt hast. So habe ich es auch noch nicht gehört. Das gibt's doch gar nicht. Das kann doch nicht so ungewöhnlich sein. Ich habe so ansatzweise habe ich das schon mal schon gehört, dass jemand irgendwie das nicht mal leiden kann, wenn jemand laut schluckt oder. Aber okay, so, oder Schmatz, aber das ist ja normal. Und das ist eher dann normal, ja. Aber so konstant und so durchgehend, wie du es beschrieben hast, habe ich es noch nicht gehört. Irre. Also, liebe Katja, du legst auf, das geht bei uns so. Und dann wirst du von Anja, meiner Psychologin, zurückgerufen. Alles Weitere klärt ihr beiden Mädels dann am Telefon. Herzlichen okay? Dank. Okay, alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Jutta ist hier. Jutta ist 52. Hallo Jutta. Ja, hallo, guten Morgen. Hallo Jutta. Und zwar folgendes, ich habe seit 20 Jahren Depressionen und diese Depressionen, die haben mittlerweile ganz andere Formen angenommen oder ganz andere Bilder. Ich habe mittlerweile Angst vor der Angst. Ich suche die Nähe der Menschen nicht mehr. Ich wage mich nur noch in der Dunkelheit nach draußen zu gehen. Mhm. Also es fühlt sich nicht mehr... Du lebst alleine? Ja. Lebst alleine? Bist Rentnerin schon, oder? Ja, Erwerbsminderungsrente, die ist mittlerweile, die habe ich jetzt durch, weil ich überhaupt nicht mehr belastbar bin und auch nicht mehr funktioniere. Hast auch keine Freunde? Ja, ich habe mich von meiner Seite eigentlich von allen, distanziert, weil ich mich einfach nicht mehr geliebt und unverstanden fühle. Ja. Ich habe immer eine Rolle nur gespielt. Also du bist eine einsame Frau? Sehr einsam sogar. Und ich muss sagen, wenn ich morgens die Augen aufmache und ich wache auf... Es ist qualvoll, den Tag zu überstehen. Was machst du den ganzen Tag über? Ich weiß nicht, irgendwie Kopf nur denken, denken, denken. Ich komme gar nicht mehr zur Ruhe und Schlafstörungen. Und. Wie lenkst du dich ab? Guckst du Fernsehen, liest du irgendwas oder gehst du spazieren? Wie bei Dunkelheit, um 10, 22 Uhr, 23 Uhr gehe ich spazieren. Den Tag über geht das gar nicht? Nein, und das macht mir die Dunkelheit macht mir keine Angst, nur die Helligkeit. Mhm. Und tagsüber wäre es dir unangenehm, auf der Straße Menschen zu begegnen? Grausam, ich verstecke mich dann. Wie ist es mit Einkaufen und solchen Sachen? Das mache ich auch, jetzt geht's ja noch zu dieser Jahreszeit, im da habe ich auch Horror vor, genau. Mhm. Wie lange ist das denn jetzt schon so schlimm? Ja, jetzt seit 2 Jahren habe ich auch mittlerweile eine Essstörung, also sprich Magersucht. Ich habe jetzt 25 Kilo in den 2 Jahren auch abgenommen.
Ich wollte mich eigentlich systematisch kaputt machen. Ich wollte nicht mehr. Bist du in einer medizinischen Betreuung, Behandlung? Ich habe mehrere Langzeittherapien hinter mir, aber immer wenn ich in mein Umfeld wieder zurückkam, ja, ist das irgendwann nach Wochen wieder so gewesen. Nimmst du Medikamente? Nicht mehr. Nicht mehr. Jetzt aufgrund dieser Essstörung würde ich die wahrscheinlich durch diese ganzen Mangelerscheinungen, ich würde die wahrscheinlich gar nicht mehr vertragen können. Mhm. Ich nehme mit Baldrian halte ich mich über Wasser. Mhm. Dann auch diese psychosomatischen Beschwerden, die jetzt auch hinzukommen mittlerweile. Nochmal die Frage, wenn du, wann stehst du in der Regel morgens auf? Ich gehe abends morgens um 5, 6 Uhr erst zu Bett. Ach so. Und versuchst dann? Dann irgendwann um 8:30, 9 Uhr bin ich wieder auf. Ach, so früh schon wieder? Ja, ich schlafe so gut wie gar nicht mehr. Und dann, was machst du dann? Hatte ich gerade schon mal gefragt. Ja, ich schreibe viele, das Blatt Papier ist schon mein Freund geworden. Mhm. Ja, und dann eben halt mal lesen, wie ich mich mal konzentrieren kann. Mhm. Aber nur der Kopf, nur denken. Mhm. Mhm. Also ich komme nie zum Stillstand da oben. Ja, es gibt ja sonst keine Problemfelder, dass du Alkohol trinkst. Das habe ich alles hinter mir und ich bin seit 20 Jahren trocken. Ich habe auch Drogen genommen, Tabletten. Aber das habe ich alles hinter mir. Klingt alles, finde ich, sehr ernst, was du sagst, Jutta. Klingt für mich so, dass du dringend in die Hände eines guten Psychiaters müsstest. Ich war ja 20 Jahre bei jemandem und das hört sich jetzt makaber an, aber der hat mittlerweile, ist der auch in einer Suchtklinik, habe ich jetzt erfahren, von der Sprechstundenhilfe. Mhm. Jetzt muss ich mir eigentlich wieder jemand neu suchen. Jetzt, da war auch großes Vertrauen. Mhm. Also gerade das große Spektrum der Depressionen, es gibt ja mittlerweile ausgesprochen gute Medikamente, mittels denen man diese Krankheit behandeln kann, ohne dass man süchtig davon wird, ohne dass sie gravierende, schlimme Nebenwirkungen haben. Aber dafür musst du halt in die Hände eines guten Arztes kommen. Ja, und ich hatte immer so auch an Familie immer so vielleicht zu hohe Erwartungshaltung und mittlerweile... Ich mag diese Menschen nicht, ich ertrag die nicht mehr. Hattest du mal eine Beziehung? Ich war 12 Jahre verheiratet. Hast du Kinder? Ich habe 2 Söhne. Ah, wie alt sind die? 33 und 20. Und zu denen auch keinen Kontakt? Zu dem Älteren, ja, aber der Jüngere ist jetzt in einer Pflegefamilie, sprich bei meinem Bruder, aufgewachsen, durch dieses Ganze auch. Mhm. Ich hatte die Kraft einfach nicht mehr. Ja. Und der Ältere, der besucht dich schon mal ab und zu? Ja, wir sind uns auch jetzt wieder ein Stückchen näher gekommen, aber ich habe auch da Berührungsängste. Ich rede nicht gerne über das Ganze. Mhm. Aber der kriegt ja mit, was mit seiner Mutter los ist. Ja, ich kann aber auch sehr gut Clown spielen. Du kannst gut Schauspielern. Mhm. Mhm. Das heißt, die Dramatik ist ihm gar nicht klar, in der du steckst. Nicht wirklich. Ich fühle mich eigentlich sehr alleine damit. Mhm. Mhm. Ich finde es auch dramatisch, was du erzählst, Jutta. Und ich finde wirklich, aber ganz, ganz ehrlich, dass du unbedingt in medizinische Hände gehörst. Ja, und das hat ja auch keine Lebensqualität mehr, oder eine Lobby, ne? Ich fühle mich einfach, der Tag vergeht, der neue beginnt. Wenn das so weiterläuft, wird das immer schlimmer werden. Ich denke auch, irgendwann werde ich wahrscheinlich gar keinen Menschen mehr ertragen können. Mhm. Ich gehe auch teilweise gar nicht mehr ans Telefon, klingel es an der Tür, mache ich auch nicht mehr auf. Mhm. Ich wohne in einem Hochhaus, was sehr anonym ist. Ist es denn auch so, wenn du sagst, du gehst tagsüber nicht raus, ist es auch die Angst vor dem Licht? Ja, richtig, das macht mir Angst, genau. Ich habe immer Angst, weil dann Leben draußen ist und in der Dunkelheit fühlt es sich so an, dann ist mehr Ruhe um mich herum. Mhm. Das tut mir weh, was dann da draußen vor sich geht. Ach so. Wobei, wir wissen ja alle, wie wichtig auch für das Wohlbefinden und auch für die Hormonbildung und alles Mögliche, das Sonnenlicht ist. Das sage ich dir auch als Nachtmensch. Ich bin immer ganz scharf auf den Sommer und dass ich Licht kriege. Genießt du oder saugst du dir wenigstens die Sonne so am Fenster, dass du am Fenster sitzt? Nein, ich habe das so ziemlich verdunkelt hier. Du hast es verdunkelt? Du sitzt auch noch den ganzen Tag im Dunkeln? Ja, so ziemlich. Und da wunderst du dich, dass du nicht schlafen kannst und dass du schlecht drauf bist? Ja, das Leben macht mir Angst. Ich habe Angst vor mir mittlerweile schon. Was wäre denn, wenn du, nehmen wir mal an, die Sonne scheint und du würdest dich so an das Fenster setzen, dass dich niemand sieht, dass du nur in den Himmel guckst, in die Sonne, dass die Sonne dich bescheint? Ich finde das bedrohlich. Mhm. Es tut weh. Mhm. Weil ich möchte an diesem da draußen gar nicht mehr wirklich teilnehmen. Mhm. Es muss dringend was passieren, Jutta.
Es muss dringend was passieren, finde ich. Ja, möchte ich wirklich. Eben genau, bei mir waren jetzt auch zu viele Loslassen, Familie. Mhm. Ein guter Freund ist im November verstorben nach 30 Jahren Freundschaft. Ja, das haut einen natürlich zusätzlich dann enorm nochmal um. Und ich habe auch nicht mehr viel Vertrauen zu Menschen, weil ich habe immer das Gefühl, mich versteht niemand. Gibt es denn ich fühle mich einfach überflüssig. Gibt es irgendetwas, was dir Freude bereitet? Mittlerweile gar nichts mehr. So ein klein bisschen. Ich spüre nichts mehr. Gar nichts. Ich fühle mich innerlich tot. Ich atme und spüre, dass ich eine Motorik habe, dass ich auch denke und rede, aber ich fühle mich nicht mehr. Jutta, ich möchte wirklich mit allem mir zur Verfügung stehenden an dich appellieren, dass du einen Psychiater, einen guten Psychiater aufsuchst. Ich hoffe es, aber irgendwie, dann fange ich wieder bei Null an. Ne? Ich muss wieder die ganze Biografie, die ganze Geschichte mitteilen. Ja, aber du bist jetzt bei Null. Du bist unten. Ziemlich. Und wenn du so weitermachst, ich möchte es mir gar nicht ausmalen, wie schlimm es werden könnte. Du hast ja noch einen Funken Lebensenergie in dir, sonst hättest du dich hier nicht bei mir gemeldet. Ich hatte schon des Öfteren, aber ich habe immer wieder vor lauter Angst wieder dann auch aufgelegt. Aber heute habe ich es mal nicht getan. Ja, toll. Finde ich toll. Und das zeigt mir, dass du noch willst. Wenn du komplett dunkel wärst innerlich, hättest du auch nicht mehr angerufen. Dann würde man das gar nicht mehr tun. Da hätte man sich mit der Dunkelheit und mit dem Ende des Ichs, der eigenen Persönlichkeit abgefunden. Hast du nicht. Ja, das ist richtig, aber ich mache das schon sehr lange, dieses hier so zu leben. Ja. Und ich glaube, es weiß auch gar keiner, wie ich lebe. Okay, das ist eine schwere und schlimme Zeit, die hinter dir liegt. Aber du bist erst 52. Ich fühle mich manchmal wie 80, wenn ich aufwache. Ja, mag sein, aber objektiv bist du erst 52. Das heißt, wenn du das wirklich willst, kannst du auch das Ruder nochmal rumreißen. Und auch nochmal in eine andere Lebensphase gehen. Ja, aber warum fehlt mir so? Ich habe so wenig Kraft und Energie mittlerweile, was ich sonst vor diesen Therapien nie hatte. Ich bin so müde geworden. Wichtig wäre, dass du den Erstimpuls einfach versuchst, in dir hinzukriegen, zu einem guten Arzt zu gehen. Und wenn das wirklich ein guter Arzt ist, was ich sehr hoffe, dass der sofort kapiert, was mit dir los ist und dir auch erstmal die entsprechenden Medikamente verschreibt, damit du erstmal ein bisschen... Ja, ich konnte mit dir jetzt wirklich offen reden, ob ich das dann wieder kann, ob ich jemanden an mich ranlasse, das stelle ich immer in Frage. Auch nicht jemand, der das beruflich macht, der jeden Tag sich damit beschäftigt? Ich lasse eigentlich niemanden mehr an mich heran. Aber das Gespräch war jetzt ganz offen. Ja, aber das ist ja so, dass man mich, du siehst mich nicht, das ist ja auch jetzt irgendwo wieder ein Stück anonymer. Ich bin sicher, Jutta, wenn wir beide nebeneinander säßen, hättest du es mir auch erzählt. Und ich bin genauso sicher, dass wenn du einmal die Entscheidung gefällt hast und du einen Arzt auch so im ersten Moment sympathisch findest, dass du ihm auch das erzählen wirst. Ja, aber du nimmst mich jetzt ernst. Andere gehen immer schlicht über alles hinweg, wie es mir geht. Du hast vielleicht gar nicht ernst genommen. Du hast vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht, aber ich sagte, es gibt auch so gute Ärzte und so gute Psychiater, die nehmen dich verdammt ernst. Und denen wird sofort klar sein, in welcher ernsten Situation du lebst. Geht das eigentlich nur ambulant? Nee, stationär wäre sinnvoller, ne? Wenn es dir angenehmer wäre, mach es ambulant, das wäre ein erster Schritt. Das müsstest du für dich, was für dich angenehmer ist. Du solltest es ja auch nicht mit Brachialgewalt jetzt alles machen. Okay. Alles Nähere möchte ich aber auch, dass du nochmal mit meiner Psychologin sprichst. Das geht doch, ne? Ja, jetzt ist wieder eine Blockade irgendwie. Ist ja auch nur am Telefon. Ja, weil ich mich jetzt geoutet habe. Irgendwie fällt mir das immer sehr schwer. Ach, weißt du, Jutta, meine Psychologin ist wirklich eine ganz, ganz, ganz nette junge Frau. Okay. Eine sehr nette, professionelle Frau. Und mit ihr sprichst du ja auch nur am Telefon. Und wenn es gar nicht mehr geht, kannst du ja einfach auflegen. Okay. Sie soll dir einfach nur noch ein paar Tipps an die Hand geben, damit du dann selbst entscheiden kannst für dein Leben, was du demnächst tun sollst. Okay. Du hast das jetzt durchgestanden. Mensch, Jutta, du hast hier... Aber man müsste mich jetzt sehen, das ist grauenvoll. Ich bin in Schweiß gebadet. Ja, aber das ist doch ein Erfolgserlebnis. Du hast jetzt... Ich gucke gerade auf meine Uhr. Wir haben 11 Minuten miteinander gesprochen. Du hast mir ganz klar erzählt, was mit dir los ist. Und du hast es nicht nur mir erzählt, sondern Tausenden, Hunderttausenden von Menschen auch. Und du hast es... Die kennen mich ja alle gar nicht. Ja, aber du hast es geschafft. Ja, das ist ganz, ganz, ganz toll, sage ich dir. Würde es mal mehr Menschen so geben, die so sind wie du, dass man eigentlich auch ernst genommen wird, dass man einfach mal reden darf über sich. Es gibt so Ärzte, sage ich dir.
Es gibt wirklich so Ärzte. Ja, aber auch im Umfeld, Familie, warum sind nicht so Menschen, warum gibt es die nicht so oft? Man wird so alleine gelassen mit dieser Erkrankung, die wird nicht ernst genommen. Ein Schlaganfall, ein Herzinfarkt, versteht jeder. Ja, Depressionen, denkt man immer noch so, da ist so Stimmungsschwankungen, ist nicht so schlimm. Stimulant und reißt dich zusammen. Reißt dich zusammen, genau. Gut, herzlichen Dank. Liebe Jutta, für das Gespräch. Ja, also ich weiß nicht, ob die Anja gerade in diesem Moment schon frei ist, aber in den nächsten 10, 15 Minuten würde sie sich bei dir melden. Okay, dann lege ich jetzt auf. Du legst auf und geh tapfer dann wieder an, wenn es klingelt bei dir. Okay, alles Liebe. Vielen Dank auch, ne? Alles Gute, auf tschüss. Zuhören, Dankeschön, ne? Tschüss. 0800 220 50 50. 37 Jahre ist er. Und er heißt Thomas. Hallo Thomas. Hallo. Hallo Thomas. Grüß dich. So wie du jetzt mich begrüßt hast, klingt das ernst. Ist es ernst? Ja, es ist ernst. Erzähl. Thema psychische und physische Gewalt in einer Beziehung. In deiner Beziehung? Ja. Ja. Erzähl mal. Die Beziehung mit einer Frau? Ja, mit einer Frau. Ja. Die hat zwei Kinder. Ja. Und wie lange seid ihr miteinander zusammen? Wir waren 2 Jahre zusammen. Seid es nicht mehr im Moment? Im Moment sind wir nicht mehr zusammen, nein. Weil es nicht mehr erträglich war? Sie ist ausgezogen, ja. Ist geflüchtet. Von wem ging die psychische und körperliche Gewalt auch ab? Also sagen wir es mal so, wenn ich das jetzt in Zahlen sagen müsste, wären das also 10% physische und der Rest psychische Gewalt. Ja, also 10% direkt körperlich und der Rest psychisch. Ja. Ging von ihr aus oder von dir? Von mir aus. Von dir aus? Von mir aus. Du bist schuld? Ich bin schuld, ja. Was hast du mit der Frau gemacht? Ja, mit der Frau ist... Ich kam eigentlich mit meinem Leben selber nicht zurecht. Ich war überarbeitet. Was hast du beruflich gemacht? Ich bin Berufskraftfahrer. Ja. Stressiger Beruf? Stressiger Beruf. Mhm. Ich bin 60, 70 Stunden unterwegs, teilweise 8 Wochen unterwegs. Mhm. Jedes Wochenende gearbeitet. Mhm. Konnte ihnen Nein sagen, habe das auch teilweise mit Absicht gemacht, weil sie lebt in der Privatinsolvenz. Mhm. Ich wollte den Kindern und ihr immer was bieten, wollte immer, ja, für sie. Ja, ich bin sehr materialistisch eingestellt, weil ich eigentlich aus einem besseren Hause komme, auf Deutsch gesagt. Und ich wollte ihr eigentlich alles bieten. Mhm. Und habe damit, ja, mehr kaputt gemacht als alles andere, weil ich... Durch das viele Arbeiten eben halt. Jetzt Butter bei die Fische. Was hast du konkret Schlimmes gemacht? Einmal habe ich sie gewürgt. Was war vorausgegangen? Vorausgegangen war eben, ja, ein Streit, und ich habe mir gesagt, siehst du das nicht alles, was ich alles tue und was ich mache, und ja, ich fühlte mich so, ja, ich fühlte, dass sie undankbar ist irgendwo, und hast du sie gewürgt? Bist du an den Kragen gegangen? Ich bin an den Kragen gegangen, ja. Wie weit? Wie weit ging es? Also aus meiner Sicht eben halt, dass ich wollte ja eigentlich nur Angst machen, auf Deutsch gesagt, oder ich wollte alles kontrollieren. Ist sie bewusstlos geworden? Nein, nein, so weit ging das nicht. So weit ging das nicht. Es ist schon schlimm genug, dass das überhaupt passiert ist. Natürlich, keine Frage. Was ist noch passiert? Ach, den Kindern gegenüber, gut, also muss dazu sagen, die Kinder habe ich nie angefasst. Ich habe sie nie geschlagen oder weiß der Geier was oder am Kragen gepackt oder was. Wie alt sind die Kinder? Die Lütsche ist 11 und der Sohn ist 13. Ja. Und ja, es ging eigentlich schon los, denn es störte mich einfach schon, wenn die Kinder ihre Jacken nicht aufgehängt haben. Also solche Kleinigkeiten. Dann hast du gebrüllt oder was? Ja. Und du bist dann laut geworden? Ich bin laut geworden, ja. Richtig Zoff gemacht? Ich wollte eigentlich, ja, auf Deutsch gesagt, perfekte Kinder daraus machen oder... den zeigen, dass es auch anders geht, weil ihr Vater hat sich nie gekümmert. Mhm. Ja, und ich habe mich im Endeffekt zu viel darum gekümmert. Wenn du sagst, psychisch ging 90% psychische, ja, Psychoterror oder so, war das sowas mit Anschreien? Oder was verbirgt sich dahinter noch? Also, sie nannte es immer so, wenn ich den Raum betreten habe, dann knisterte es schon. Mhm. Durch meine Anwesenheit, Blicke, Gestiken, Mimiken. Mhm. Weil du gewisse Dinge erwartet hast, ja, gefordert hast. Ach, beim Essen Ellbogen auf den Tisch bitte oder vernünftig essen oder während des Essens nicht aufstehen.
Achso, so du hast so ein strenges Regiment da in der Familie geführt. Ja, ja. Weil du wolltest, dass das alles ordentlich läuft. Ja, ich... Und hast sie auch dann zur Sau gemacht, wenn das Essen mal nicht schmeckte? Nein. Sowas nicht? Nein, sowas nicht. Ich habe aber trotzdem eben halt zu viel erwartet oder wie auch immer. Ich wollte irgendwo eine perfekte Familie haben und... Das Ganze ging 2 Jahre. Ja. Jetzt ist die Frau weg von dir. Ja. Ist sie gegangen? Sie ist gegangen, ja. Wann? Letzten Freitag. Letzten Freitag? Ja. Mit der Begründung, ich kann nicht mehr. Ja. Was ich natürlich im Nachhinein auch verstehen kann, aber... Ihr habt zusammen gewohnt, klar? Wir haben zusammen gewohnt, Und ja. Wo ist sie jetzt mit den Kindern hin? Oder hat sie dich rausgeschmissen? Nee, sie ist gegangen mit den Kindern. Hat sie denn schon eine Wohnung? Nein. Das, was ich herausgefunden habe, ist eben halt, dass sie bei einem anderen Mann ist. War da schon ein... Ist das ein Freund oder läuft da was? Das ist ein Bekannter. Man weiß es also nicht, was da los ist? Ich weiß es nicht, nein. Ich weiß nicht, ob sie zusammen sind oder... war das denn... Ausruhen will. Bitte? Ob sie sich da nur, ausruhen oder erholen oder... Mhm. Ich weiß es nicht. So, nun sagst du das so mit so einer zitternden Stimme, das Ganze? Ja. Die mir sagt, dass du sehr selbstkritisch mit dir umgehst. Ist diese Selbstkritik jetzt gerade frisch oder gab es die immer wieder mal? Ich gab es eigentlich immer wieder mal. Aber du hast... Ich habe immer geschworen, mal locker zu sein oder... mal fröhlich nach Hause zu kommen und... Und immer wieder waren die gleichen Rituale dann da? Ja. Ging das eigentlich die ganzen 2 Jahre so oder war die erste Zeit schöner und friedlicher? Sie sagt, es waren immer so zeitweise, so Schübe waren das immer so. Mhm. Also das, was sie mal kurz bevor sie gegangen ist, mir eigentlich auch mal schon öfters gesagt hat. Ja. Ich habe es nie für wahrgenommen. Ja. Also kann man sagen, du hast schon Chancen gehabt? Ja, ich habe schon Chancen gehabt. Sie war einmal im Frauenhaus. Die war im Frauenhaus sogar? Ja. Nach der Würgegeschichte? Ja. Ja, das ist ja auch unverzeihlich, Thomas, sowas zu machen. Da wunderst du dich, wenn die Frau weg ist. Nee, ich wundere mich darüber nicht. Die Frau wird auch nicht wiederkommen. Das denke ich nicht, nee. Was passiert jetzt? Ja, also auf alle Fälle brauche ich da irgendwo Hilfe. Das sehe ich auch so. Jetzt hast du, das sind jetzt... Du bist ja immerhin schon 37. Warst du früher auch so drauf? Vor dieser Beziehung? Nee, eigentlich nicht. Gar nicht. Ist das verbunden auch mit dem Stress im Beruf? Ja. So, es ist ein fulminanter Fehler ist passiert, ein ganz schlimmer Fehler. Jetzt musst du natürlich, du hast es ja gerade schon gesagt, finde ich auch gut, dass du es so siehst. Jetzt musst du alles dran setzen, dass so etwas nie wieder passiert und dass du dich korrigierst. Am meisten, wie gesagt, das ist schon ein Fehler gewesen, dass ich sie angefasst habe. Alles, aber müssen wir gleich drüber reden. Dass ich denen das angetan habe im Endeffekt. Furchtbar, ja, furchtbar. So, das heißt, du brauchst, wenn du dich alleine nicht wieder in eine Bahn bringen kannst, und offensichtlich schaffst du es nicht, brauchst du Hilfe. Ja, also als sie im Krankenhaus war, hat sie mir auch gesagt, dass ich therapeutische Hilfe brauchte, dass ich eine Therapie machen sollte. Ich habe mich auch kurzzeitig drum gekümmert, bloß, ja, mein Job, ne? Das ist natürlich in der Tat, wenn man, du bist Fernfahrer, ne, kann man sagen. Ja, gelernter Berufskraftfahrer, ja. Ja, ist das natürlich in der Tat schwierig mit den Therapien. Ja. Das ist wirklich ein großes Problem. Habe ich schon mal mit einem Mann hier geredet. Aber das muss man irgendwie muss es zu lösen sein. Ja, sicher muss es zu lösen sein. Irgendwie muss es zu lösen sein. Und wie gesagt, als sie auch wiedergekommen ist, dann, ja, und habe ich gedacht, ja gut, sie ist wieder da und habe das mehr oder weniger wieder ad acta gelegt und habe gedacht, es ist alles wieder früher voll Eierkuchen und ich bin wieder in dieses da reingerutscht. Wie lange liegt denn diese Frauenhaussache zurück? 6-7 Monate. 6 Monate. Du hältst, für dich ist die Situation auch so, dass das irreparabel ist. Die Frau ist jetzt weg. Ich denke mal. Ja. Also sie hat auf alle Fälle einen Grund, nicht wiederzukommen. Ja. Also Thomas, du bist jetzt alleine. Das heißt, du musst ja auch dann nicht unter Umständen so viel arbeiten, wie du es gerade beschrieben hast. Mein Chef hat mir freigegeben. Ja. Der hat mir jetzt für diese Woche freigegeben. Ja gut, ich meine auch so perspektivisch, dass du dir irgendwie so Zeit
Inseln schaffen könntest, auch für eine Therapie, dass du zumindest einmal in der Woche einen festen Zeitpunkt hast, wo du zu jemandem Professionellem gehen kannst. Wie gesagt, seit praktisch, ja, ich habe eigentlich umgeschaltet heute am Fernseher, habe deine Sendung gesehen und das ist mir eigentlich erst richtig bewusst geworden, weil deine Sendung höre ich eigentlich immer, wenn ich auf dem Weg nach Belgien bin, von Bremen aus. Da fahre ich ja durch den Ruhrpott und ab da hat man ja eins live. Und ich finde, jetzt ist ja schon so viel kaputt gegangen, dass du jetzt daraus lernen musst. Wie gesagt, du musst daraus lernen. Lernen heißt, dass du was verändern musst. Dass in der Zukunft, wenn es irgendwann wieder zu einer Beziehung mit wem auch immer kommt, dass es besser und gut läuft. Ja. Jetzt stehst du da vor einem Scherbenhaufen. Jetzt kann man jammern und sich die Wunden lecken, okay, aber da muss jetzt auch was draus erwachsen aus der ganzen Sache. Ich habe es eigentlich mehr oder weniger erst heute Abend eigentlich begriffen, weil meine Wut richtet sich eigentlich darauf, dass sie jetzt weg ist und ich stehe hier mit einer Wohnung alleine. Ich habe extra eine größere Wohnung für die Kinder und für uns alle genommen, damit die Kinder ein eigenes Kinderzimmer haben. Weil wie gesagt, sie hat vorher ein Haus gehabt mit ihrem Mann. Ja, ist jetzt mit riesen vielen Schulden da rausgegangen, ist jetzt in der Privatinsolvenz, konnte sich praktisch gar nichts leisten. Das heißt, du musst jetzt auch aus der großen Wohnung raus, weil die Quatsch ist und zu teuer ist. Ja, also wie gesagt, ich könnte sie noch alleine halten, also so viel Geld verdiene ich. Ja. Aber wie gesagt, ich habe heute einfach nur gesehen, ja, sie lässt mich hier alleine mit der Wohnung und immer nur materielle Sachen. Und ich sehe eigentlich, habe eigentlich nie gesehen, dass das Problem eigentlich ganz woanders ist. Also gut, der erste große Schritt ist ja gemacht, der Schritt der Einsicht. Das ist ja schon mal ein Schritt. Das ist der Anfang, das ist immer der Anfang vom Neuanfang, wenn man einsichtig ist. Jetzt werde ich dich an Anja weiterleiten, dass sie dich ein bisschen aufklärt, was man so machen kann an Therapien, wie man das einfädelt und so weiter. Ja. Und dann wünsche ich dir, dass du relativ schnell an einen guten Therapeuten kommst. Ja. Und halte dich mal von der Frau zurück. Ja. Das Schlimme ist immer in solchen Situationen, wenn man dann verlassen ist und hat so viel Fehler gemacht, dass man dann doch nochmal klammert und baggert und so. Mach es nicht. Ich glaube, du hast da schon so viel kaputt gemacht. Lass erstmal Ruhe einkehren. Ja, das hat sie auch gesagt. Ja. Ich habe, wie gesagt, ich bin heute leider bei ihr auf der Arbeit aufgetaucht, weil ich irgendwo gedacht habe, ich habe keine andere Möglichkeit, sie zu sprechen, weil sie, ja, Handy ist natürlich klar, es ist aus und ja, damit habe ich mit Sicherheit auch noch einmal was kaputt gemacht. Wie hat sie reagiert, als du auf der Arbeit aufgetaucht bist? Sie hat Angst um ihren Job gehabt. Ja, das darfst du nicht machen. Nein. Schluss aus jetzt, Disziplin, Junge. Das Problem ist auch, dass ihre Chefin hat das mitbekommen. Ja, auch wieder ein Fehler. Also für die Zukunft jetzt halte ich zurück. Ja. Du reißt da sowieso nichts im Moment mehr. Nee. Nichts, gar nichts. Schweigen, zurückhalten. Kümmere dich um dich selbst, kümmere dich, dass du wieder auf die richtige Bahn kommst. Ja. Jetzt legst du auf und wir melden uns gleich wieder bei dir. Das ist nett von dir, Domian. Danke ich. Alles Liebe, alles Gute, Thomas. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss. 19 Jahre. Vanessa, guten Morgen. Hallo. Hallo Vanessa. Um was geht's bei dir? Ja, wie soll ich anfangen? Es ist so eine Art Verliebtheit, sage ich mal. Eine Art Verliebtheit? Ja. Kläre mich auf, was du damit meinst. Ja, also vor circa einem Jahr, schon ein bisschen länger, habe ich jemanden in der Disco gesehen und er mich auch. Und ja, die Blicke, die gingen immer hin und her. Und das dann halt jedes Wochenende eine Zeit lang. Kein Gespräch? Nein, kein Gespräch. Zunächst. Ja, und dann hatten wir uns im Internet geschrieben gehabt. Und also ich habe ihm angeschrieben und er wusste auch sofort, wer ich bin. Aber dafür muss man doch erstmal reden, um sich die Adressen auszutauschen, oder wie? Ja, das war ja gerade wieder so ein Zufall. Da hat ein Freund von mir hatte seine E-Mail-Adresse gehabt. Achso, der kannte den irgendwie um tausend Ecken und so. Ja, genau. Und da hast du ihm geschrieben. Und dann hat er mir die gegeben, weil er das gemerkt hat auch. Und ich ihm auch gesagt habe, dass ich den toll finde und so. Ja. Ja, und dann habe ich ihm geschrieben, ein Foto geschickt und er wusste auch sofort, wer ich bin. Ist er so ungefähr in deinem Alter? Nein. Nämlich, wie alt ist er? 27. Naja, okay. Ja, und das wusste ich vorher aber auch nicht. Also er sieht auch gar nicht danach aus. Ja, jedenfalls hatten wir uns dann im Internet geschrieben gehabt. Erstmal so über Gott und die Welt. Ja, und dann zum Ende des Gesprächs meinte er dann, ich sollte es keinem erzählen. Ja, habe ich erstmal gefragt, warum. Also, ja, dass ihr geschrieben habt miteinander. Genau, oder überhaupt, dass wir Kontakt haben. Ja, und dann meinte er hätte eine Freundin.
Ja, und dann war ich erstmal natürlich baff. Mhm. Ja, und dann hat er mich aber gefragt, ob ich ihm meine Handynummer gebe. Mhm. Ja, und hast du gemacht? Ja, habe ich dann gemacht. Mhm. Ja, und dann ging das halt so, dass ja, wir uns dann auch wieder gesehen hatten in der Disco. Ja. Dann habe ich seine Freundin auch gesehen, weil die beide arbeiten da. Ja. Also wir bewegen uns jetzt immer noch so ungefähr von vor einem Jahr. So die, ja. die Anfänge, ne? Jetzt machen wir mal, wir können ja gleich nochmal vertiefen, einfach mal, damit wir es alles kapieren. Den Sprung nach jetzt, wie ist es denn jetzt zur Zeit? Also jetzt zur Zeit muss ich sagen, es geht einigermaßen. Wir hatten uns ausgesprochen gehabt, dass es so nicht weitergeht. Es ist aber nie zu irgendwas gekommen zwischen euch? Nein. Nee. Er wollte sich auch nie treffen. Er hat immer wieder gesagt, ich habe eine Freundin. Es war immer nur Telefon und Mail. Noch nicht mal Telefon. Nicht mal Telefon, Mail nur. Und SMS schreiben. Und SMS schreiben, ja. Ja. Und das Tag für Tag. Also wirklich, ich sag mal so, im Minutentakt. Im Minutentag, Tag für Tag, über einen langen Zeitraum. Ja. Aber er will letztendlich nicht von seiner Freundin weg und möchte sich auch nicht auf irgendwas Ernstes mit dir einlassen. Nein, also er hat öfters gesagt, er hat eine Freundin, aber ich weiß nicht, weil er kommt ja auch immer wieder selber an. Mhm. Das ist es ja gerade. Wir haben schon oft gesagt, mir ist so nicht, von beiden Seiten aus und ich sag mal so, ein, zwei Tage später hätte er sich dann wieder gemeldet oder ich. Mhm. Wenn ihr so SMS-Kontakt habt oder euch gemailt habt, waren das so Larifari-Geschichten oder ging es auch schon mal ein bisschen härter? Ja, es ging auch schon ziemlich weiter, ja. Also SMS-Sex. Ja, echt? kann man so sagen. Ja, ja, wirklich. Ach, Vanessa, vergiss den. Ja. Das ist, was ich glaube, der ist da in einer festen Beziehung, ist vielleicht ein bisschen unzufrieden und nutzt dich aus, um sich so ein prickelndes Gefühl zu geben, hat aber das Gefühl, nicht gänzlich untreu zu sein, weil er ja nur mit dir simst. Vergiss es, nach einem Jahr ist die Luft da raus, da kütt nichts mehr. Ja, ich weiß auch nicht, also ich denke mir auch jedes Mal selber, lass den Scheiß sein. Ich krieg's auch immer zu hören, auch von anderen, denen ich das erzählt habe. Ja, weißt du, und verliebt kannst du ja gar nicht wirklich in den sein. Du hast den Menschen ja gar nicht mal persönlich lange gesprochen. Nicht. Ja, man kann sich... Das ist richtig komisch, ehrlich. Also, ich weiß auch gar nicht, ich bin manchmal zu Hause, ich denke dann den ganzen Tag über den Scheiß nach. Mhm. Und aber mach mich selber mit fertig. Weißt du, was das ist? Das ist eine Illusion, in der du dich da befindest. Und das glaube ich auch. Ja, auch die Vorstellung, wie dieser Mensch ist, das ist alles eine Illusion. Ich hatte ziemlich lange Zeit rum Schlafprobleme. Mhm. Ich bin öfters in der Nacht aufgewacht, weil ich irgendwie davon geträumt habe und was weiß ich. Ich würde dir raten, wirklich da die Radikalnummer zu fahren und zack, kein Kontakt mehr. Neu, wenn er nicht Ruhe gibt, besorgt er eine neue Nummer und dann ist es gut. Das Schlimme ist ja, ich kann es ja selber irgendwie auch nicht sein lassen. Es ja gut, da musst du dich natürlich irgendwann zu entscheiden. Ja. Es geht dann irgendwie ein paar Wochen. Oder du musst, ja, natürlich. Oder du musst so offensiv sein, dass du ihm sagst, pass mal auf, ich habe nur Bock weiter auf diesen ganzen Kram, wenn wir uns auch real mal treffen. So, dann setz ihn unter Druck. Und wenn er da nicht mitmacht, dann hör auf, geh da raus. Es bremst ja dein ganzes Leben ab. Ich vermute mal fast, dass du dich gar nicht auf... In dem ein Jahr, wo das jetzt so geht, habe ich auch keinen anderen kennengelernt. Ja, das glaube ich, genau das meine ich. Genau das meine ich. Keine Sache. Im Prinzip vergiss es. Aber das Schlimme ist ja auch, dass er auch so nicht von seiner Freundin redet. Also, wenn ich nicht wüsste, dass er eine hat. Ach, Vanessa, also ist auch so egal. Irgendwie will der nicht. Wahrscheinlich hat er eine Freundin und er traut sich nicht daraus. Was auch immer. Er ist halt ein Jahr in der Wachtelschleife und es passiert nichts. Tschüss. Ja. Kein Thema weiter. Es gibt viele sehr, sehr nette andere Jungs. Ja. Verdammt nette Jungs. Nicht nur diesen so und so 27-Jährigen. Vanessa. Ja, schon. Mehr kann ich nicht sagen. Radikal, Schluss aus. Hm?
Alles Gute. Okay. Wünsche ich dir. Okay, danke. Du musst es natürlich machen. Du musst es machen. Du musst dich dazu durchringen. Du machst es ja in deinem eigenen Interesse. Dir geht es hinterher besser, sage ich dir. Vielleicht die ersten Tage ist es ein bisschen blöd, aber dann geht es dir hinterher besser. Ja, ich hoffe. Ich werde es auf jeden Fall machen. Die Sendung ist vorbei, gleich. Okay. Dir wünsche ich alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute in der Technik. Gundel Blendin und Thomas Wittig. Morgen sind wir auch da. Morgen wieder auch mit einer freien Themennacht. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival. Ich wünsche euch eine schöne und gute Nacht und sage tschüss. Bis morgen.